Portsmouth, Rhode Island am Tag danach. Hier hatte das Wasser die Straßen aufgerissen, regelrecht von unten zerfetzt. Abriss, Wiederaufbau mit schwerem Gerät. In Mamaroneck, 20 Kilometer nördlich von New York, zeigen die Wassermassen noch immer ihre Kraft. Auch hier waren die Straßen binnen 60 Minuten überflutet worden. Videos der Schreckensnacht zeigen, warum Menschen schlichtweg in ihren Kellern ertranken, wie hier in Queens, die rettende Treppe ins Erdgeschoss von den Regenmengen blockiert, eine Todesfalle. In 30 Jahren inklusive Hurricane Sandy habe ich sowas nicht erlebt. Und er spricht davon, noch Glück gehabt zu haben. Er habe alles verloren, aber das sei nicht so schlimm wie der Verlust der Familie. Allein in New Jersey gelten 6 weitere Personen als vermisst. Die Zahl der Toten dürfte also noch steigen. Reaktion des US-Präsidenten. Es ist eine Mahnung, diese extremen Stürme. Die Klimakrise ist da. Wir müssen besser vorbereitet sein, wir müssen handeln. Doch im zuletzt ausgehandelten Infrastrukturpaket ist von Bidens ambitionierten Klimazielen wenig übrig geblieben. Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen blieb völlig auf der Strecke. Wenn Joe Biden heute nach Louisiana reist, dort wo Hurricane Ida zuerst auf Land traf, wird er sich deshalb wohl auch unbequeme Fragen nicht nur von Umweltschützern gefallen lassen müssen.